بعد كده عاوز اتكلم بقى على منتخب المانيا، وهنتهز الفرصه النهارده ان انا عشان اتكلم على منتخب المانيا معايا ضيف تقيل جدا، ضيف العالم كله عارفينه، حد من لاعبين منتخب المانيا اللي خدوا كاس العالم مرتين، وولف جانج سيتكا، عشان نتكلم على منتخب المانيا. هير سيتكا زين سي دا جود ابند. الو معانا يا اولاد وولف جانج سيتكا؟ طيب نحضر ونخش معاه، طبعا نتكلم في جود ابند هير وولف جانج سيتكا. يا جود ابند، جود ابند، also ich schön ihr Stimme zu hören. So, wie geht's Ihnen und wo sind Sie momentan? Ja, ich bin zu Hause in meiner Wohnung, ja. Okay. Ja. Habe ein bisschen gearbeitet im Fußballgeschäft und ja. Das und, ist das ja, ist schön. Ich freue mich, dass Sie mich jetzt, Sie haben mich im Bild? Ich habe Sie schon ja im Bild und das freue mich einfach. Sie lachen wie immer und Sie sind immer so happy und das gefällt uns hier in Ägypten. Ihre Strahlen, da macht etwas positiv. Schön. So, ich habe ein paar Fragen über die deutsche Fußball und speziell auf das letzte Spiel gegen Ungarn. Es war ein super Spiel. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat in der Tat sehr, sehr gut gespielt. Ja, besonders, wir haben da wirklich zwei Zauberer mit dem Florian Wirtz und mit dem Musiala, Jamal Musiala. Die leben richtig auf. Kai Havertz auch großartig gespielt. Jetzt sieht man doch, die Älteren sind zurückgetreten. Das heißt, Neuer, Müller, Gündogan und Kroos, sehr, sehr erfahrene, sehr exzellente Spieler alles. Ja. Aber wir haben einen sehr guten Nachwuchs und man sieht, wenn die mehr in die Verantwortung genommen werden, die jungen Spieler, die haben ein ganz anderes Selbstvertrauen, die merken, wie wichtig die jetzt auch sind für die deutsche Nationalmannschaft und wir haben richtig gute Spieler. Ja, ja und also die können sich jetzt noch besser als vorher entwickeln und ich bin da sehr optimistisch, dass da ja, dass sie auch weiterhin gut spielt, die Nationalmannschaft. Lass mich bitte übersetzen. طبعا انا بساله رايه في مباراه منتخب المانيا على المجر اللي كسبوا فيها 5-0، بيقول لي ان هو سعيد جدا بالنتيجه ديت وانه اخيرا قدرنا نخلص من اللاعبين كبار السن وبتبدا مرحله جديده من عصر او من جنريشن بتاع المانيا ولاعبين كلهم صغار السن وكلهم كانوا متخوفين ان هم ما يبقاش في اندماج بينهم، ولكن طبعا ظهروا بصوره كويسه جدا. بس ايش wollte sie auch fragen, Nagelsmann hat absolut komplett Mannschaft einfach aufgebaut. Die meisten Spieler ist, kann man sagen, das ist Jugendspieler. Wir haben mal gesehen, Spieler, das ist einfach da Nicolas Wolfsburg. وباسكال جروس وهاب ما جزين اوخ ديفا تراوم وند نيكو شولتير بيك وند هاب ما جزين انجلوش ستيلر داس از الي يونج سبيلر جانس جانس يونج سبيلر ناتوليش ميت جمال وند ناتوليش اوخ ميت دي اندر سبيلر ابر Wir haben mal drei Spieler mindestens junge Spieler gesehen und das war das erste Spiel für die. Glaubst du, das war eine gute Entscheidung, dass es einfach die jungen Spieler alle präsentieren im ersten Spiel? Ja, sie konnten ja wachsen. Sie konnten ja wachsen anstelle an der Seite von Neuer, von Kroos, von Gündogan, von Müller. Und die sind jetzt soweit. Die sind jetzt das ganze Potenzial, sind keine Talente mehr, die performen auch in der Bundesliga Spieltag für Spieltag gut. Wir haben erfahrene Spieler, wir haben Rüdiger hinten drin, der ist zweimal Champions League-Sieger geworden. Wir haben Tah, der eine überragende Rolle in Leverkusen spielt. Wir haben Marc Verstegen, der ist der Kapitän der Mannschaft in Barcelona, hat Titel gewonnen. Also wir haben noch genug erfahrene Spieler. Aber ist das jetzt ist so ein bisschen Generationswechsel? Wie ihr sagt, die Erfahrenen weg und die Jungen auch mit dem Kai Havertz, sie machen das wunderbar. Pascal Groß, auch schon über 30, spielt auch eine gute Rolle. Es harmoniert wirklich, das hat man gesehen und dann kommt so ein Ergebnis raus. Okay, طبعا انا بساله على
التشكيلة اللي عملها طبعا ناجلسمان، وازاي ان هو قدر ينزل اكتر من 5 لاعبين صغار السن 20 سنة و19 سنة، وازاي ان هو قدر ان هو يطوعهم مع الفريق ويطوعهم مع اللاعبين اللي عندها خبرة بالرغم ان هم صغيرين زي جمال موسيالا وزي غيرهم، ولكن ما قدرناش نلاحظ ان هم صغار السن وان هم حدثاء في الملعب او جداد في الملعب، لا لقينا ان الفريق كله ضاممهم وبيخدم عليهم، وده الطبيعي ان جنريسون مشي وجنريسون جاي. يعني ايه؟ يعني في مرحله مشيت وفي جيل مشي وفي جيل جاي. طبعا انتوا عارفين ان طبعا جوندوجان مشي، عارفين ان كروس مشي، عارفين ان مانويل نويا مشي، هاملز مشي، في ناس ميلر مشي، فكل اللاعبين دول اللي مشوا كان لازم يبقى في عمليه احلال وتجديد. Glauben Sie, dass Sie Ter Stegen jetzt ist zufrieden und glücklich, endlich nach 10 Jahren jetzt ist die einzig Torwart und die Stammspieler und ist, er wird nicht mehr einfach auf die Bank sitzen. Wie beschreiben Sie sein Gefühl? Ganz großes Kompliment an Marc Verstegen. Da muss man also wirklich einen ganz, ganz starken Charakter haben, das auszuhalten, so viele als Weltklasse-Torhüter, so viele Jahre auf der Bank, ohne zu murren, also ganz, ganz, ganz großes Kompliment. Nun hat er auch mit Manuel Neuer, der lange Jahre der weltbeste Torhüter wohl war, vor sich. Und ja, ich freue mich für den Marc Verstegen und ich hoffe, der kann noch viele Jahre für die Nationalmannschaft spielen. طبعا بسأله على Ter Stegen إحساسه دلوقتي بعد ما بقى الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا بعد 10 سنين من المعاناة على الدكة قاعد لمانويل نويا احتياطي بالرغم ان هو بيلعب في اكبر الانديه في اوروبا في برشلونه، وبساله عن احساساته ايه، لان طبعا انا عارف ان هو متقارب من لاعبين كتير جدا ومن جهاز ريدي بولر ومن ناس كتير جدا ماسكه المنتخب، فبيقول لي طبعا هو كان سعيد جدا بالوظيفه الجديده ليه او البوزيشن او الوضع الجديد ليه، ان هو بقى دلوقتي اللعيب الاساسي، ان هو دلوقتي بقى اللعيب المتواجد دايما في الملعب وما بيخافش ان هو دايما يقعد احتياطي. Ich habe heute ein, ich will nicht sagen Statik.